Moin moin und herzlich willkommen, hier ist euer Goblumbo und heute zeige ich euch den Crusader und wie der Crusader richtig schön viel Schaden raushauen kann. Als allererstes, natürlich das Wichtigste, ist das Equip. Was brauche ich dafür? Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar als allererstes brauchen wir das Akkarat-Set. Und zwar brauchen wir das Akkarat-Set aus folgendem Grunde. Wir brauchen den 6er Bonus. Die Abklingzeit von Akkarats Champion wird um 50% reduziert. So, und dementsprechend seid ihr dann dauerhaft im Akkarat Champion drin und macht mega viel Schaden. So, wichtig ist, ihr braucht die Handschuhe, die Schultern, die Brust, die Beine und die Schuhe. Warum braucht ihr nur diese 5 Teile? Weil ihr einen Prunkring auch noch benötigt, um den 6er Bonus zu kriegen. Wir brauchen die 5 Teile und den Prunkring, weil wir auch die Krone von Leoric brauchen. Leorics Krone macht nämlich folgendes: Er verstärkt die Wirkung jedes Edelsteins, der in diesem Gegenstand eingesetzt ist, bei mir um 95%. 100% ist Maximum, also auch wieder ziemlich gut. Da machen wir natürlich, reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 12,5% rein. Und wenn wir natürlich eine Leorics Krone von 100% haben, sind das halt 25%. Mit den 50% davon geht das schon gut ab. Dementsprechend ist das schon mal erhöht und ihr könnt fast dauerhaft im Akkarat Champion sein. So, die nächste Sache, die wir unbedingt brauchen, ist jetzt Klinge der Verheißung. Und zwar Klinge der Verheißung. Zwei Gegner, die von Schuldspruch betroffen sind, rufen ebenfalls eine Explosion hervor. So, die Explosion sind halt mega heftig am Ende und machen halt einen ordentlichen AE. Dazu benötigen wir auch noch das Schild, weil ohne Schild macht das Ganze keinen Sinn. Schuldspruch hat keine Abklingzeit mehr, aber kostet 40 Zorn. Die 40 Zorn sind nicht schlimm. Aber es hat jetzt keine Abklingzeit mehr. Normalerweise hat es eine Abklingzeit von 15 Sekunden. Ziemlich gut und man kann es jetzt einfach durchspammen. So, als nächstes ist unsere Skillung auf Heiligschaden ausgelegt. Dementsprechend habe ich auf meinem Amulett Heiligschaden drauf und auf meinen Armschienen. So, dann kommen wir nochmal zu den Ringen. Ich habe jetzt halt, wie schon gesagt, den königlichen Prunkring und da habe ich ein Steinchen drin und zwar Verderben der Gefangenen. Erhöht den Schaden gegen Gegner, die von Kontrollverlusteffekten betroffen sind, um 22,8%. So, ziemlich gut, denn wenn der Stein auf 25 ist, gewährt er eine Aura, die die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern im Umkreis von 15 Metern um 30% reduziert. Das ist ja schon ein Kontrollverlusteffekt und wir haben noch gleißendes Schild in der Skillung, deswegen sehr cooles Ding. Als nächsten Ring hatte ich die Windrose, ist aber kein Must-Have-Item, da müsst ihr halt gucken, was ihr halt so als nächstes findet. Und den Steinchen Mirine habe ich drin, Träne des Sternenwebers. Chance von 15% bei einem Treffer, einen Gegner in der Nähe niederzustrecken und ihm 3000% Waffenschaden als Heiligschaden zuzufügen. Sehr schön, schön viel Schaden. Und wenn ihr den auf 25 habt, dann streckt er alle 5 Sekunden so einen Gegner schön nieder. Auch wieder schön viel Schaden. Okay, als Gürtel habe ich auch keine Geisterstunde, ist aber eine Geisterstunde zu empfehlen. Die hat halt auch nochmal ordentlich Damage. Okay, das war's zu meinem Equip. Jetzt geht's weiter und zwar zur Skillung. Gehen wir mal zur Skillung. Auf der linken Maustaste haben wir Schlitzen. So. Erzeugt 5 Zorn pro erfolgreichen Angriff. So, dadurch, dass wir jetzt ja Schuldspruch die ganze Zeit spammen können, brauchen wir natürlich auch Zorn. Und damit regenerieren wir den Zorn. Durchzieht die Luft vor euch mit heiligem Feuer, wodurch alle davor erfassten Gegner 230% Waffenschaden als Feuerschaden erleiden. Schön. Kommen wir zur rechten Maustaste. Da habe ich gleißender Schild. Gleißender Schild, Abklingzeit 12 Sekunden, aber dadurch, dass ihr ganz viel Abklingzeit Reduce drin habt, wird das am Ende auch so bei 6 Sekunden liegen. So, eine Lichtwelle bricht
aus eurem Schild hervor und blendet 4 Sekunden lang alle Gegner in einem Bereich von 30 Meter vor euch. Schön, wir nehmen natürlich dann auch noch diese Rune rein. Erhaltet 9 Zorn für jeden geblendeten Gegner. Ne? Also knallt ihr da auf 10 Gegner gleich ein Schild, habt ihr 90 Zorn. Wuff, seid wieder voll. Alles ist supidubi. Dadurch, dass es so eine heftige AE gelungen ist. Wunderbar. Auf der 1 haben wir natürlich Schuldspruch. Schuldspruch, gucken wir mal eben. Ablenkzeit 15 Sekunden. Wir haben natürlich das Schild. Keine Ablenkzeit mehr. Sammelt Energie für eine massive Explosion, die nach 3 Sekunden ausgelöst wird und allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 1160% Waffenschaden als Heiligschaden zufügt. Super. Wir nehmen natürlich die Rune. Die Explosion wird sofort ausgelöst. Also entfesselt. So, Taste 2 wäre Gebot der Tapferkeit. Nochmal ein schöner Support für alle, für die gesamte Gruppe. Verleiht dem Gebot Nachdruck, sodass eure Angriffsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten 5 Sekunden lang um 15% erhöht wird. Und normal, einfach so, dass das da ist, dass ihr das geskillt habt, ist, sprecht das Gebot aus, sodass eure Angriffsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten um 8% erhöht wird. Da, ziemlich cool. Dazu nehmen wir natürlich die Rune, dem Gebot Nachdruck zu verleihen. Reduziert außerdem die Zornkosten aller Fertigkeiten 5 Sekunden lang um 50%. Das heißt, ihr könnt Schuldspruch weiterhin mega durchspammen, solange das aktiv ist. Auch sehr, sehr wichtig. Natürlich, Akarats Champion brauchen wir jetzt auf Taste 3. Der hat Ablenkzeit 90 Sekunden. Ihr habt das Akkara-Set, dementsprechend nur noch 45 Sekunden, nur durch das Set. Der explodiert mit der Macht eures Ordens, wodurch 20 Sekunden lang eure verursachter Schaden um 35% und eure Zornregeneration um 5 erhöht wird. So, 20 Sekunden. Da habt ihr nun mit dem Akkara-Set, ne, 25 Sekunden, die noch CD ist. Aber dazu komme ich gleich nochmal, wie wir das auch noch verringern können. Dazu nehmen wir die Rune Prophet rein. Euer Rüstungswert wird um 150% erhöht, während Akaras Champion aktiv ist. Das erste Mal, wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, während Akaras Champion aktiv ist, wird euer gesamtes Leben wiederhergestellt. So, das heißt nochmal ein zweites Leben. Wunderbar. Und ihr habt nochmal einen übelsten Zähigkeitsboost. So, Taste 4. Da könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ich habe Kavallerie reingenommen, weil das nochmal ein schöner Escape ist. Also, falls es wirklich mal eng werden sollte, schwingt ihr euch auf den Rücken eines himmlischen Streitrosses, sodass ihr 2 Sekunden lang ungehindert durch Gegner hindurch reiten könnt. Und dazu habe ich die Rune Ausdauer drin und die erhöht natürlich die Dauer auf 3 Sekunden. Ist zwar nicht die Welt, aber. Das reicht meistens, um mich mal eben aus brenzlichen Situationen rauszuhauen. Okay, die Passivs, die wir haben, haben wir zum einen unzerstörbar. Wenn ihr tödlichen Schaden erleiden würdet, werdet ihr stattdessen gegen Schaden immun. Außerdem wird euer verursachter Schaden um 35% und eure Leben pro getöteten Gegner um 107.284 erhöht. Dieser Effekt hält 5 Sekunden lang an. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden auftreten. So, das heißt, drittes Leben. Ihr habt Akaras Champion, zweites Leben, das nochmal drinne. Drittes Leben. Wir spielen hier Hardcore, dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig. So, als zweiten, ihr könnt eine Zweihandwaffe in eurer Waffenhand führen, während ihr gleichzeitig ein Schild in eurer Nebenhand tragt. Reduziert eure verursachten Schaden um 20%. Dadurch, dass wir den Zweihänder, den wir unbedingt brauchen, tragen, brauchen wir auch diese passive Fähigkeit. Und zwar himmlische Stärke heißt sie. So, als nächstes ist heilige Mission dran. Der Schaden eurer Waffe wird um 10% erhöht. Immer wenn ihr heiligen Schaden verursacht, werdet ihr um bis zu 1% eures maximalen Lebens geheilt. Sehr gut. Das heißt, ihr werdet nochmal schön hochgeheilt, während ihr ordentlich AE fahrt. Okay. Als nächstes ist Pracht dran. Erhaltet 1,5% Stärke für jeden Edelstein, der in eurer Ausrüstung gesockelt ist.
Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Braucht man auch. Natürlich, wenn ihr als Amulett euch selbst ein Heulenfeuer-Amulett gemacht habt und da der passende Passiv drauf ist, könnt ihr selber nochmal gucken, was nochmal alles verstärken könnte. So, jetzt haben wir natürlich durch den Stein eine Abklingzeitreduzierung und durch das Set Abklingzeitreduzierung und wir können auf gewissen Items nochmal was drauf machen. Also hier habe ich zum Beispiel auf den Schultern reduziert die Abklingzeit aller Fertigkeiten um 8%. Hier habe ich nochmal reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 8% auf den Handschuhen. Es geht auch auf dem Schild. Da habe ich es aber zurzeit nicht drauf. Und auf meinem Ring habe ich es drauf. Reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 7%. Wenn ihr keine Probleme habt mit den Abklingzeiten, könnt ihr daraus halt den Schaden erhöhen von Schuldspruch. Da müsst ihr halt selber ein bisschen gucken. So, dann kommen wir zu den Paragon-Punkten. Wie verteilt man in diesem Fall die Paragon-Punkte? Und zwar haben wir in Basis, habe ich Bewegungsgeschwindigkeit genommen, um in den Details auf 25% zu kommen, sodass ich schön schnell durchrauschen kann. 25% ist Max. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, höher zu skillen. So, alles andere habe ich in Stärke drin. Ordentlich Schaden, kann niemals schaden. So, gehen wir zum nächsten. Offensiv. Und zwar habe ich in diesem Falle drinne Abklingzeitreduzierung, so dass ich das angepasst habe, dass ich kaum noch Wartezeit habe, kaum noch Cooldown habe, so dass ich das fast instant wieder drücken kann. Als nächstes habe ich kritischen Trefferschaden nach oben gesetzt, weil kritische Trefferchance und kritischer Trefferschaden muss gut ausbalanciert sein. 1% kritische Trefferchance braucht 10% kritischen Trefferschaden, 10% kritische Trefferchance, 100% kritischen Trefferschaden. So muss das immer ausbalanciert sein. Dazu bin ich dann natürlich weitergegangen auf Angriffsgeschwindigkeit, wenn alles andere gepasst hat. Je schneller ihr zuhaut, so mehr Schaden haut ihr raus, ist immer gut. So kommen wir auf Defensiv. Da habe ich als allererstes Widerstände gegen alle Schadensarten reingehauen. Und dann bin ich auf Rüstung gegangen. Ich bin ja doch relativ nah dran an den Gegnern. Und zum Schluss natürlich das Leben erhöhen. Lebensregeneration ist zwar auch nice to have, ist aber nicht notwendig. Das ist so. Abenteuer. Und zwar habe ich hier zuerst Leben pro Treffer. Klingt zwar erstmal nicht viel, 8,8000 pro Treffer. Aber das geht schon ganz gut ab. Das habe ich jetzt erst nach oben gemacht. Dann die Ressourcen, Kostenreduktion, dass ihr schön schnell Zorn wiederbekommt. Habe ich auf 10% gesetzt und danach halt den Flächenschaden. Und ganz zum Schluss kommt natürlich der Goldfund-Bonus. Aber auch nur nice to have, muss man nicht unbedingt haben. So, das haben wir. Und jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie das abläuft. Ich mit meinem Equip. Also ich mache jetzt einmal Akkaras Champion an. Düm, düm, düm. Und dann können wir natürlich jetzt durchspammen hier. Bis mein Zorn natürlich alle ist. Aber ist ja egal. Jetzt geht es gerade um den Buff. 6 Sekunden noch, 5 Sekunden. Und da gucken wir die Abklingzeiten. Da. 1, 2, 3. Und ich kann ihn wieder anmachen. Das heißt, 3 Sekunden habe ich, die ich durchhalten muss, die ich überleben muss, dass ich wieder 3 Leben habe. Und dafür habe ich ja auch das Pferdchen drin. Falls es wirklich mal brenzlig wird, dann kann ich einfach abwarten. Wir gucken. Jetzt läuft er aus. Wir machen das Pferdchen an, reiten überall hindurch und drücken direkt wieder Akarats Champion und sind wieder drinne. Wunderbar. So, und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal in Action. Dazu gehe ich mal auf die Felder des Elends. So, wo haben wir da? Lass mich hier rauf. Und ich zeige euch das Ganze einfach mal in Action.
So, ich spam hier einfach nur. Lasst sie ruhig auf euch zukommen und dann mittendrin einfach spammen und alles explodiert einfach vor sich hin. So, hier haben wir ein kleines Ereignis, das können wir auch mal eben mitmachen. Das Ganze spielen wir hier auf Qual 6 natürlich. Weil alles andere macht nämlich keinen Sinn. Akkara Champion, wie gesagt, habe ich dauerhaft an. Ihr könnt alles immer schön anschmeißen. So, komm mal her hier. Na. So, auch das geschafft, okay. Ja, wie ihr seht, kann ich euch das nochmal eben zeigen. Akkara Champion ist an, euer Schaden ist halt extrem erhöht. Ja, mal nochmal an. Hier um 1,2 Millionen. Es ist natürlich deutlich mehr durch den ganzen Heiligschaden und durch. Erhöht hier zum Beispiel auf der Brust Schuldspruch nochmal um 15%. Das wird euch ja alles hier nicht angezeigt. Also ist nochmal deutlich mehr. So, eure Zähigkeit auf 42 Millionen. Also es verdoppelt sich direkt eure Zähigkeit. Deswegen, wenn ihr Akkara Champion drin habt und wenn ihr das dauerhaft spammen könnt, dann seid ihr eigentlich unsterblich. Ja. Das war es eigentlich für jetzt und für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.